auch für Freitag, den 25. Januar, das TV-Programm. Die ARD zeigt um 20.15 Uhr Mein Traum von Venedig, eine Familienkomödie aus deutscher Produktion. Lektorin Katharina träumt von Venedig und verpasst ihren Flug. Schuld daran ist ihr Chaos-Nachbar Hans, ein Architekt mit zwei linken Händen. Um 21.45 Uhr folgt der Tatort, ein Krimi aus dem Jahre 2004. Winkler und der steinerne Gast ist der Titel. Das ZDF zeigt Der Kriminalist, eine Krimiserie. Architekt Zanetti wird auf seinem Anwesen erschlagen, aufgefunden. Schumann findet heraus, dass Zanetti durch einen Anruf vom Handy seiner Frau an den Tatort gelockt wurde. 21.15 Uhr Soko Leipzig, Krimiserie. Folge heißt Heile Welt, danach das Heute-Journal. NDR zeigt neue Heimat Ostpreußen, Russlanddeutsche in Kaliningrad. In der aufstrebenden Region Kaliningrad werden händeringend Facharbeiter gesucht. Übersiedler berichten von Rückschlägen und Erfolgen in der neuen Heimat Ostpreußen. 21.15 Uhr aktuelle Schaubude, Live-Talk und Aktion rund um den Norden. Danach 22 Uhr, 3 nach 9, Bremer Talkshow mit Amelie Fried und Giovanni Di Lorenzo. RTL zeigt Wer wird Millionär, eine Quizshow mit Günther Jauch. Danach Angie, eine Comedy-Serie, Alles oder Nichts. Und danach Herzog, auch eine Comedy-Serie, Ein armes Würstchen heißt die Folge vom heutigen Freitag. 22.15 Uhr, Ich bin ein Star, holt mich heraus, live aus dem australischen Dschungel, Dokusauf, Moderation zu Sonja Ziegler und Dirk Bach. Sat 1, alles typisch. Die größten Klischees Deutschlands. Können Frauen tatsächlich keinen Abseits erklären? Oder anders, können Männer es eigentlich? Vermögen Frauen nicht einzupacken? Janine Kunze räumt mit gängigen Vorurteilen auf. 21.15 Uhr, 3, ein Viertel, Comedy-Serie mit Markus Maria Profittlich. Pro7 zeigt 20.15 Uhr, Der Anschlag, ein Film aus den USA. Baltimore wird durch eine Atombombe vernichtet. Die USA beschuldigen die Sowjetunion. Doch CIA-Chef Cabot und Jack Ryan verfolgen eine andere Spur. Mit Ben Affleck und Morgan Freeman unter anderem. Danach Galileo Mystery und um 23.25 Uhr Focus TV Magazin. RTL 2 zeigt Der 13. Krieger, Historienabenteuer nach Michael Crichton mit Antonio Banderas in der Hauptrolle. 22.10 Uhr folgt Rookie, der Anfänger, ein Actionfilm mit Clint Eastwood und Charlie Sheen. Kabel 1, Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits, eine Mystery-Serie. Und danach Medium, Nichts bleibt verborgen. Vox zeigt Crossing Jordan, Pathologen mit Profil-Krimiserie, die Folge heißt Bluthochzeit. Und danach die Gilmore Girls. Arte zeigt 360 Grad, Georeportage, die Kämpferinnen von Mexiko. Und danach eine deutsche Erstausstrahlung, Henry Dunant, eine Filmbiografie. Super RTL zeigt DuckTales auf der Schatzsuche. Danach die Nanny, Comedy-Serie, ein Sexgottstieg vom Olymp. Und danach noch eine Folge zu Nanny, danach noch eine und danach noch eine. Viel Spaß und gute Unterhaltung.